Moin moin meine Lieben, heute mal wieder ein Sondervideo hier vom Eichbaumsee. Ich war letztens da hinten irgendwo an einem größeren Strand, den ich abgesondert hatte, aber den hier habe ich noch nicht. Da wollen wir den mal probieren. Und dann würde ich sagen, erstmal bis zum ersten Fund, meine Lieben, ne? Bis gleich. Meine Lieben, heute mal ohne Ton. Ohne Sonnenton meine ich. Ich habe meinen Kopfhörer an euch steckt eine Seite. Das ist mir doch dann immer zu laut irgendwie. Deshalb heute mal ohne Sondelton. So, erstes Signal. Ist schon ausgebuddelt. Frage ist, wo steckt's? Na sag mal. Gibt's doch nicht. Ich hatte es doch hier eben. Unglaublich. Ich hab's, wisst der Kuckuck, was das ist? Metall halt der Stein oder was? Kann auch natürlich hier diese, wie heißt denn der Scheiß? Na, Schlacke oder sowas sein. Ja, nichts Aufregendes. Ja, oh, gab ein gutes Signal hier. Ja, mal gucken, was das war. Na? Wo ist es denn? Da haben wir es. Was ist das denn? Na, da ist es. Oh Gott. Irgendeine vergammelte Münze. Lässt sich leider nicht erkennen im Moment. Auf jeden Fall sieht die alt aus. Nur was soll das sein? Oh. Doch nicht alt. Ich glaube, das ist ein 5-Cent-Stück oder so. Ja, ich sehe schon hier am Rand 5 Cent. Oh, aber so vergammelt. Das ist ja der Hammer, ey. Naja, okay, 5 Cent. Scheiße. Aber nicht mehr zu gebrauchen. Na gut. Nächstes Signal war das hier. Aber was das sein soll? Eine Brosche? Nee. Keine Ahnung. Irgendein merkwürdiges Teil. Ups. Tja, man weiß das nicht, ne? Man weiß es nicht. Hier muss er drin stecken. Na, aber doch schon. Oh Gott. Der Junge oder das Mädchen wird es vermissen. Matchy. Ein Spielzeugauto. Ja. Pech. Pech für den Kleinen. Ja, nächster Fund, Spielzeugauto. Super, nächster Fund. Vergammelter Kronkorken. Mit zwei Typen drauf. Wer ist der Geier? Hamburg steht da drauf, genau da drunter. Und zwei Typen. Ja, ja, wer ist der Geier? Nächster Fund. Auch das darf wieder nicht fehlen. Ein Zielaschenteil. So, meine Lieben, andere Stelle vom See angesteuert hier. Da hinten, da war nichts, außer Müll. Versuchen wir mal hier. So, gutes Signal hier gerade gekriegt. Mal kicken.
was das sein könnte. Haben wir das schon? Na, herzlichen Glückwunsch. Was ist das? Ha, da hast du dein gutes Signal, Kollege. Ein halbes Spielzeugauto, nicht mal ein Viertel Spielzeugauto. Na wunderbar. Ist der Hund. Also wie ein Zelthering sieht mir das bald nicht aus. Könnte natürlich sein, aber es sieht aus wie irgendwas zum Einfädeln. Überdimensionale Ködernadel. Ach Quatsch. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ja doch ein Zelthering. Man weiß das nicht. Meine Lieben, ich mach Pumpe jetzt hier heute. Könnt da voll vergessen. Jetzt fing es auch noch so an zu pissen, dass ich abbrechen muss. Na? Seht ihr ja schon, meine Sonne, da musste ich schon meine Elektronik oben einpacken, damit die nicht nass wird. Die sind nämlich nicht wasserdicht. Na. Ja, und dann sind wir zu meinen Funden heute. Ein ominöser Zelthering, wenn das überhaupt einer ist. Ein Auto. Ein Haufen Verschlüsse. Ja, hier eine Patronenhülse noch. Ein Kabel. Hier ein halbes Auto. Oder ein Viertelauto. Ja, also es ist wirklich wie beim Angeln. Ne? Jeder Tag ist Suchtag. Oder besser gesagt Sondeltag. Aber nicht jeder Tag ist Fundtag. So sieht das leider aus, meine Lieben. Na? Naja, ich hoffe, ihr schaut auch nächstes Mal wieder rein. Das heißt Sondeln mit Andi. Ciao, ciao.